Also, bleiben Sie dran. Wir müssen auch darüber nachdenken. Hallo und herzlich willkommen von der Transportlogistik in München. Heute geht es um den Megatrend Elektrifizierung. Elektrifizierung in der Transportbranche vielleicht nicht ganz unbekannt. Man kennt es von Sattelzugmaschinen oder Transportern, aber wie sieht es eigentlich beim Trailer aus? Hallo Abdullah, welche Vorteile haben wir denn mit einem elektrifizierten Trailer? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil eigentlich müssen wir über zwei Fälle sprechen. Das einmal ist der Dieseltruck oder die batterieelektrische Sattelzugmaschine. Bei dem Dieseltruck ist es so, dass wir die Emissionen deutlich senken können, dadurch, dass der Trailer seine eigenen Fahrwiderstände übernimmt. Und dann können wir natürlich die Emissionsreduktionsziele für die OEMs erreichen, dass wir halt 30-40% runterkommen. Aber viel spannender ist halt die Zukunft, weil wir wissen jetzt schon, dass irgendwann mal die Dieseltrucks wahrscheinlich nicht mehr da sind. Und wir haben ein großes Problem halt mit der Reichweite der batterieelektrischen Sattelzüge. Und weil wir ja schon wissen, dass er sozusagen einen Teil der Arbeit übernimmt, können wir damit wieder Entfernungen erreichen, die dann halt normalerweise dem Diesel vorbehalten waren. 20-40% CO2-Einsparung, das hört sich verdammt gut an. Aber sag mal, wie sieht das Ganze aus der Serviceperspektive aus? Was ist zu berücksichtigen? Zweierlei. Die 20-40% CO2-Einsparung kommen eigentlich aus den Fahrwiderständen des Trailers. Wir hatten ja eben in der vergangenen Frage darüber gesprochen, dass er seine eigenen Fahrwiderstände tragen kann. Und im Durchschnitt sind seine Fahrwiderstände so zwischen 40-50%. Das heißt, es ist einfach die Physik und deswegen kommen diese Einsparungen. Aber notwendig dafür ist dann, dass du einen vollwertigen elektrischen Antriebsstrang reinbaust. Und jetzt merkst du schon, das ist der Unterschied halt zu einem konventionellen Trailer. Auf einmal hast du Hochvoltkomponenten, du hast Antriebskomponenten. Das sind ja Sachen, die wir vorher nicht kannten. Und hier muss natürlich ein bisschen geschult werden. Wir müssen aber auch halt in der Komplexität des E-Trailers umdenken. Wir brauchen dann Mitarbeiter, die dann auch normale Trucks reparieren können. Wir müssen jetzt halt auch dieses, sagen wir mal, komplexere Fahrzeug auch reparieren können. Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Kannst du mir auch mal kurz erklären, wie das funktioniert? Wir stehen schon vor dem wesentlichen oder wichtigen Bauteil. Das ist halt die Kupplung sozusagen zwischen der Sattelzugmaschine und dem Trailer, also der Königszapfen. Okay. Und dieser Königszapfen funktioniert wie beim E-Bike. Wir brauchen irgendwo einen Sensor, der dem E-Bike auch eine Idee gibt, was der Fahrer gerade macht. Hier ist es so, dass der Truck sozusagen zieht an der Kupplung und der Trailer fühlen kann, was der Truck macht. Und wenn du jetzt mal der Truck sein willst, dann zieh mal an dem Königszapfen und dann sehen wir, was passiert. Dann bin ich jetzt gerne mal der Truck. Wir im KRONE Service sind natürlich bereit für den E-Trailer und starten gemeinsam mit Trailer Dynamics auf ausgewählten Routen mit definierten Kunden in einem geschulten Servicepartnernetzwerk. Die Elektrifizierung im Güter-Nah- und Fernverkehr ist ein wichtiger und richtiger Schritt in Sachen Nachhaltigkeit, aber dazu morgen mehr.